Jo, Leute, etwas anderer Startskin gerade mal. Da, wo wir letzte Woche, letzte Folge aufgehört haben, die müsste am Freitag gewesen sein. Und zwar meinten wir ja, jo, seltsam heute haben wir drei Aufträge, sammeln Knuddelluft ab und die Illusionshöhle. Ich weiß auch nicht, wie lange diese Dungeons auf Zeit halten. Folge ich jetzt erstmal die Illusionshöhle. Mit dem Team hier, wie immer. Schauen wir uns den Dungeon mal an. Was da so abgeht. Wenn jetzt, wenn es sich das eh nicht groß lohnt, dann können wir auch in anderen gehen, aber. Ja, ne? Da gibt es ja immer jeden Monster, den man mitnehmen kann. Der ist wie Pupanze, den wir auch noch nicht haben. Weil ich weiß. Ampelleuchte, Spam ist wieder da. Sache ist, wir haben jetzt keine Items dabei, was ich halt absolut vergessen habe. Keine Sinnebeeren, keine Äpfel. Absolut nothing. Was, wenn der Dungeon länger ist, echt zu Problem werden könnte. Und am Ampelleuchte? Klar. Der hat jetzt schon dreimal Ampelleuchte durch. Während wir, glaube ich, drei Gegner oder so hatten. Upp, mach nicht Tito, please. Und vorher ist ja nicht mehr ein schlechter Coverage-Move für den, ne? Weil es ja eben keine, wobei das Grafos eigentlich, soll es ihn eigentlich noch geben, das ist eigentlich ein Gen 1 Remake. Gen 3 Remake quasi. So, hier haben wir ein Top-Elixier. Was haben wir denn noch so ins Gesicht? Ein Habitag. Ampelleuchte, Junge, chill. Das macht ja eh nix. Jo. Habitag will sich anschließen. Ah, wir haben das Camp eh nicht. Folglich, nein, sorry. Aber für Rabaus sollen wir eigentlich sogar ein Camp haben. Wollte ich, wenn er sich jetzt anschließen will. Okay, will er nicht. Also, das sehen. Junge, mach nicht so chill. Du musst gegen Monster gegen dieses Indie. Ja, Alter, ich habe gesagt, Habitat nicht. Please. Da bringt uns eh nichts. Trainingsschalter, nice. Ein Poopans. Ohne Ampelleuchte. Mann, warum musst du immer so spammen, Junge? Kann man das irgendwo ausschalten, Leute, bitte? Ich will nicht, dass meine Teammates jetzt so am Spammen sind. Weil es für mich persönlich irgendwie keinen Mehrwert hat. Wenn jetzt halt nicht sehr effektive Moves am Spammen sind. So, jetzt haben wir hier mal Cash gefunden. Gehen wir mal rüber zur Treppe. Trainingsschalter hat zwar nicht viel gebracht, aber egal. Habe ich auch keinen Bock, die ganze Zeit den Monster hinterher zu rennen. So, ja, ja. Jo, ich möchte weitergehen. So, aber schon mal gut, dass wir noch die drei, erst noch die paar Äpfel da gebunkert haben, bevor wir in den letzten Dungeon rein sind, in der letzten Folge. Wenn man sich zum Nachhinein anschaut. Warum brenne ich? Oh ne, er brennt, okay. Sag mal kurz, warum brenne ich? Lol. Ein Mini-Team. Da haben wir noch ein paar Items, die ich noch einsammeln. Hier haben wir einmal. Hier haben wir AIDS, jo. Haben wir hier noch zwei Samen, einmal einen Beleber und einen noch einen Beleber. Nice. Zwei Belebersamen nehme ich. Aber jetzt am besten kein Cocktail und leider ist mich nicht wieder verschuldet. So. 15 Profi haben wir aktuell so. Falls es kriegt. Ich drücke mal die falsche Taste. Das war euch der Plan. So. Ja. 91 haben wir. Heißt, wir können uns aktuell theoretisch zwei Äpfel holen, falls Kechonladen auftaucht. Aber kein Knuddelluft ab. Ganz wichtig. Und nochmal drehen. Ampelleuchte. Ist hier irgendwann mal leer? Wo Panzer will sich anschließen? Das ist cool. Den haben wir auch nicht.
Und genug Geld haben wir halt auch nicht dabei. So ist, das ist halt das Problem. Aber wir können mal mitnehmen, falls wir halt noch gut Geld finden oder so. Nehmen wir den Jungen einfach mal mit. Schadet nicht. Neu, die Ampel euch ist der. Unfassbar. Oh, holy shit, wie schnell war der gerade da? Kleinschirm will sich auch anschließen. Und für ihn haben wir auch keins. Den werden auch mal mit. Solo-Stärke, okay. Na, das Coole. Umso mehr, Monster man hier findet, in den, während man hier am Erkunden ist, also umso mehr sich einem anschließen wollen, umso mehr schließen sich einem am Ende auch an, weil... Oh, langsam... Oh, fuck, Alter. Haben wir Äpfel? Nein, haben wir nicht. Bei Teambeleber ab. Okay. Jo. I have hungry. So in die Richtung. Bitte lass da oben den Apfel liegen, bitte. Das ist eine Beere. Junge, bitte. Bitte enttäusch mich nicht so. Ist da einer? Ich will hier, ich will jetzt keine Lebersamen mit dem reinfuttern. Du musst einfach mit Siedelbeeren gegenheilen. Pennen, Leute. So muss das. Hier liegen noch zwei Items auf der Ebene. Vielleicht ist noch ein Apfel dabei. So, Glut kommt. Ja, Samenbomben, der ist weg. Und wir haben absolut nichts mehr. Aber jetzt bin ich pro Schritt 3 KP brauchen. Okay, dann nehmen wir ein paar Schritte mit. So. Jetzt den Items rein, damit es sich auch lohnt, dass wir uns eine Beere reinpfeifen. Okay, wir haben zwei auf Magen. Achso, oh, was liegen zum Futtern? Und wieder sind eine Beere. Müssen wir jetzt selbst so machen jetzt hier. Ich kann nichts anderes machen. Weil ich ja vergessen habe, Äpfel mitzunehmen. Wo finden wir eine Silbeere? Okay, nice. Level up. Haben wir ein bisschen Hunger oder? Wir müssen. Okay, nee. David hat Level up. So. Okay. Noch zwei können wir. Dann fühle ich mich jetzt gerade schon selbst auf den Kopf. Ja, klar. Wer kennt sich bei einem Geräusch auf den Kopf gehen? Oder auf die Nerven. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin absolut behindert. So. Da ist bitte einfach die Nanschen rum sein. Wir haben schon U7. Und wir haben einfach immer noch keinen Apfel gefunden. Was ist denn das? Also, wie droppe ich hier drin noch? Wobei, ich droppe jetzt. Geh auf Belebersamen. Krieg dadurch wieder einen vollen Magen, ja. Habe ich das ja jetzt halt schon gemacht.
Das war halt damit behindert, was ich hatte, weil ich mich jetzt habe droppen lassen. Loot hinterher. Und Loot ist leer, weil er auch nur gespammt hat. Weil es nicht so schlimm ist wie bei der Ampelleuchte von. Eigentlich, die ja wirklich dauerleer ist. Vor allem eben, halt auch einen Ruckzuck gibt theoretisch. Und der jetzt trotzdem durchgängig Loot rein. Durchgängig. Das verstehe ich irgendwie nicht. Weil beziehungsweise auch so, was ich auch schon halt irgendwie. In meinem privaten Place habe ich ja Shigi und Gewalt, Shigi und Gekabor. Der ist dann irgendwie gegen irgendwelche Stahl-Pokémon dann. Was war's? Ich weiß nicht ganz im Kopf, wie das war. War ja auch irgendwie, wo halt Ruckzuck gibt, dass es nicht besser gewesen wäre, halt einfach trotzdem auf den, aufs Feuer-Olum geht. Und weil es stärker ist. So. Jo, ich möchte weitergehen. Weitergehen. Egal was kommt. Weiter bis zum Horizont. Ist ja vielleicht. Apfel. Apfel, Ehre. So, Sandbomben. Okay, aber auch nicht. Oder das eine Unimo. Für Fate ist ja noch ein Apfel. Wir merken ja mittlerweile Äpfel wichtig, oder? Bevor wir so Mini-Beleber-Samen gehabt, weil die füllen ja den Magen nicht auf. Wenn wir es so weitermachen können derzeit. Wieder geflincht, oder? Nee, das ist nicht. Unfassbar. Und Rabaus will sich anschließen. Und Fehl haben wir auch nichts. Ich will so halbes. Sag mal so, ich bin mein. Ah, nee, das ist wieder nur ein Spoiler, wenn ich das hatte. Ah, nee, Bombe. Den verprügel ich doch schon allein, oder? Zielbeere, nice. Auch wenn ich immer noch gern irgendwie vielleicht noch ein paar mehr Äpfel als einen großen hätte. Gegen Pinsel habe ich ja echt nicht so Bock. Folglich ziehen wir hoch hier. Nuichi ist dann noch ein bisschen angenehmer, glaube ich. Auch wenn Konfusion jetzt nicht ist, aber egal. Macht nicht viel. Nochmal Samenbaum, fertig. So, kommen jetzt noch um was? Okay, wir sind durch. Abenteuer im Dungeon Besonshöhle. Lichtkanone. Oder ein DX-Gummi, okay. Ja, was das bringt. Das DX-Gummi. Ja. 262 Poke. Wie viel kriegen wir von Kleinstein? 233 und von Rabauz kriegen wir 153, okay. Ist aber Geld. Ist gut Geld, was wir bekommen. Ich denke, das reicht für heute. Lass uns jetzt Feierabend machen. Also bis morgen dann. Am nächsten Morgen. Aber wir träumen aktuell nicht mehr so viel. Also zumindest nicht mehr so wie am Anfang, wo ich je nach Traum war. Morgen, Patrick, das ist auch heute wieder unser bestes Game. Patrick, David! Hm, wer hat das gesagt? Oh, hallo Robby, wie geht's dir? Bitte, bitte helf meinem Freund. Was ist denn los? Also sein Freund Safra und ich haben im Wald zusammen Verstecken gespielt, da muss er sich irgendwie verlaufen haben. Ja, aber der ist bestimmt noch irgendwo ganz allein im Wald umher. Na, 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 das tut ja gar nicht gut. Ihr seid immer noch hier. Keine Angst, wir sind hier unter um für Safra zu retten. Ist irgendwie pädophil. Warte mal, Robby hat uns um Hilfe gegeben. Ich kann nicht reden. Ich glaube, der Amateur will ich hätte auch nur die richtige Chance. Was sagst du da? Wer jemanden rettet, spielt keine Rolle. Es ist nur ein anderes Retter am Ende als Held da steht. Hör mal, Raffi, was hältst du hiervon? Wie wär's, wenn du einfach ein Team die Belohnung gibst, dass dein Freund zuerst wieder zurückbringt? Aber ich hab doch gar kein Geld. Ach, mach darüber auch keine Sorgen, mein Freund. Deine Mama wird es später bestimmt eine angemessene Belohnung zahlen. Ach, und du kannst sogar unserem Team beitreten. Seinem Angebot kannst du doch wohl unmöglich widerstehen. Wenn du es mitmachst, mache ich dich bei Team Übel zu einer echt großen Nummer. Also zumindest Madbro wahrscheinlich. Also abgemacht.
Damit, wer rauf ist, kommt zuerst halt gewinnt. Los, also suchen wir den Bengel. Retter, raste wieder aus. Mach dir keine Sorgen, wir retten deinen Freund. Patrick, gehen wir. Und ich will Items haben. Please. Oh, wir haben ja wieder Cash krank. So. Haben die vielleicht Äpfel beim... Ich hätte eigentlich lieber einen Apfel gehabt, mein Friend. So. Haben die hier vielleicht halt Äpfel? Übrigens, soll ich deinen Kumpel ausgeräumt. Dein Bruder ausräumen wollte. So. Apfel. Noch was. Nur noch ein Plasivsamer mit diesen kosten nicht so viel. Und die Dinger, das ist echt effektiv werden. Weil sie attraktiv werden, aber das war nicht unbedingt, was ich sagen wollte. So, okay. Nehmen wir die Samen mit. Nehmen wir kurz zu Kangama rum. Weil, könnte ein bisschen schwieriger werden, der nächste Dungeon. Auch wenn ich ja nicht weiß, ob ich bei einem 16-Minuten-Part den jetzt noch anfangen will, den Dungeon. Könnte ich wieder Deutsch, bitte. Wir theoretisch wieder bisschen preparen. Und dann... Boah, wir haben viel zu viel Belebersamen. Holy shit. Also die können wir ordentlich reinlagern. Die können wir für später mal mitnehmen. Holy fucking shit. Das am Teambeleber auch brauchen wir auch nicht so viele, würde ich sagen. Nehmen wir mal zwei. Und Knoblauch auf Abfall, wir unbedingt finden. Auf der Strecke so. Das ist ja für ein toller Ace, den packen wir noch zwei weg. Das ist gut auf 8 gehen, vielleicht auch 5 oder so. So, nehmen wir noch einen Apfel mit. Und... Na okay, passt so. So, falls wir im Dungeon kaufen wollen, im Dungeon. Falls wir einen Lebensraum im Dungeon kaufen wollen, legen wir jetzt mal nicht zu viel ab. Ich lege jetzt mal 1300 ab etwa. Nur noch ein bisschen was auf der hohen Kante haben, aber trotzdem noch ein bisschen was zum Dungeons kaufen. Ich will kein Dungeons kaufen, ich bin behindert. Aber in den Dungeon werden wir dann erst beim nächsten Mal reinstarten, um Rocky Robbys von Safran zu retten. Ich bin jetzt also nach zwei reingelaufen. Finsterforst. Boah, seltsame Höhle. Was soll ich noch machen? Ein um eine Aufhöhle, lass mal gucken. U2, U4 und U5. Leute, Auftrag für Robby machen wir beim nächsten Mal. Meine seltsame Höhle. Let's go. Hier hauen wir kurz durch den Auftrag. Das ist immer gut was wir mitnehmen können. Wird wieder ein bisschen länger der Part, aber egal. Das hauen wir kurz durch. Ich gehe jetzt auch nicht so auf jedes Item da. Das hauen wir einfach kurz durch hier. Einfach nur, weil erstens hier sind fette Items. Und zweitens haben wir hier noch ein paar Aufträge. Wir haben einen Apfel gefunden, das ist schon mal ein positives Zeichen. Sehr positives Zeichen. Top Äder. Ach, für ein paar Items können wir schon gehen. Aber die Musik hier drin ist auch cool, ne? Das ist noch positiv. Kann man schon sagen so. Ich meine, PMD-Musik ist. Leute, PMD-Musik ist einfach top tier. Wer was anderes sagt, belügt sich selbst. PMD-Spiele haben teilweise die besten Soundtracks überhaupt. Und da will ich nichts gegen hören. Kann mir keiner was anderes erzählen. Oh Leute, mein Tier ist mir wieder abgeleuchtet. Haben wir ja noch gar nicht. So, Pipi wurde besiegt. So, next one. U2 haben wir schon den ersten Auftrag. So. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Wumpel so saven müssen oder wie es jetzt aussieht. Jetzt werden wir ihm vorhin vorbeigelaufen. Boah, Alter, 25. Junge, chill. Der Stammbart, deswegen ist der Typ Fee. Bombe! De.
Leute, nichts über PMD-Musik. Jo, ich will noch die Aufträge weitermachen. Nein, ich möchte ihn nicht verlassen, so. Ich habe immer Angst, dass ich die Frage irgendwie falsch stehe und dann irgendwie das falsche Aussehen mache. Leute, ich will ihn mitnehmen, ne? Nicht killen. Komm mit, Junge, komm mit. Mann. Ich hab's ja vielleicht schon ein paar Mal erwähnt, dass ich Nidos alle unfassbar cool finde. Natürlich wäre es dann schon so halber Traum, die Dinger jetzt hier mitzunehmen. Gott, im Prinzip. Die ganzen Mehrsteiger-Attacken sind ja PMD auch so krank, ne? Weil jetzt sind wir was Geiles auf Twitter dazu gesehen. Aber einmal for real. Es wird später Dungeons geben, in denen wirklich so Geradaxe auftauchen und die sind mit Kratzfurie oder sowas echt nicht angenehm. Ja, ich bin behindert. Oder eben auch so Sachen wie ein Habitak oder Ibitak oder so, einmal Furienschlag oder sowas machen. Ist echt gefährlich so. Und Level Up! Ey! Welches Level kann man schon entwickeln? Nee, Bodycheck mach ich nicht. Bodycheck mach ich ganz klar nicht. Ich will keinen Recall haben. Ja, kein Bodycheck. Bodycheck ist für mich so eine der schlechtesten Attacken überhaupt. Es war unfassbar viel Schaden damit, aber es ist halt von den ganzen Recoil-Moves einer der absolut schlechtesten. Er hat einen Apfel geklaut, Leute. Ich muss sterben. Und er ist auch. Okay, hier unten ist schon mal nix. Moin, sind Taubsi. Was geht? Aber euch ist der, Leute. Wer hätte das erwartet? Natürlich, jetzt treffe ich gar nichts mehr. Oh doch, okay. Kann dieses kleine Schild nur tackle? Wüsste ich irgendwie mal gerne. Da kann er vielleicht auch noch irgendwie Steinwurf oder sowas. Schlammert, go! Können wir jetzt nicht an. Wir können gleich ein Level. Oh ne, doch nicht. Ich habe diesen roten Balken da links nicht gesehen beim Schlammbad. Wäre irgendwie, wir kriegen jetzt irgendwie noch ein Power-Up auf den. Das wäre echt geil gewesen so. Ein Rattoflatz so. Oh ne, ich will es nie ran, ich will es nie ran. Lambum, go. Geh nicht, nein. Ich muss ihn noch killen. Doofkopf. Was ein Dödelkopf, der Junge. Wie viel lebt denn das Ding? Holy shit. Jetzt. Oh, die Mate ist einfach nur behindert, das kann natürlich auch sein. Wisst ihr, was ich am Anfang vom Dungeon noch gesagt habe? Jo, Leute, wir machen das jetzt so, dass wir hier ein bisschen schneller durchlaufen, damit der Part nicht zu lang wird. Jetzt sind wir bei 3 Minuten und sind in der dritten Ebene. Ganz stark. Knabbert. Gut. Gut auf dem Wasser-Pokémon, dass du aus der Range auch mit Ruckzucki triffst, ist immer eine gute Entscheidung, ne? Man schon so sehen. Junge, setz Ruckzucki ein! Warum spammen die Glut, wenn der Ruckzucki hat? Oh, Landorf, please. Jetzt darfst du Glut spammen von mir aus. Oh, triffst du natürlich nicht, ne? Da wird da mal Quapsel hitten, ne? Und leer, oder? Upsa, bin behindert. Aber wir sind halt alles mehr, let's go, next. So, müssen wir jetzt Tension hinbringen, oder was ist da jetzt los? Shirox, holy shit. Hab ich gar nicht gelesen, dass wir uns hier... dass wir hier ein so cooles Pokémon retten müssen. Jurab, bitte! Jurab, bitte! Komm rum! Gut, ist leer. Standard, go. Und mit mir in die Kiste, guys. Ich bin konfusiert, yay. Okay. Leute, fragst du, bin ich ein Sprinter?
Meine Kilo hat eine Feuerschwäche. Genau das meinte ich. Okay, kann man auch aufheben oder so. So. Oh, die hat der gerade kassiert, der Junge. Wo müssen wir jetzt... Oh, alle müssen da jetzt ganz links lang. Wenn wir eine Frage wäre... Ich meine doch eigentlich, dass ich noch welche dabei hatte, oder? Ja, natürlich nicht, ne? Okay, sag mal so. Wir finden jetzt den Jungen ja nicht, wenn... Wenn jetzt hier... Mal hier auf die Idee kommt, abzukratzen. Aber da willst du jetzt vielleicht nicht abkratzen, ne? Warum? Warum drehst du dich da hin um? Bist du behindert? Okay, der ist jetzt geburnt und pennt. Geil. Ich bin einfach so komplett weggefokust, der Junge. Links, so. Und ich fall mir erstmal einen Apfel rein. Jetzt kommt vor Apfel. Und jetzt das Abenteuer soll jetzt nicht mehr so lange dauern, voll durch. Wir brauchen jetzt kein erhöhtes Magen-Dings. Deutsch. So, haben wir hier Geld, dann haben wir hier noch Top-Adder. So, Sheox. Ejo, was geht? Warum bin ich nicht gerade schafft, Bruder? So warten lassen, ja, passt. Jo, oh, scheiß über dich, dass du meinen schon gebracht hast. Und dieser Samen hat erstmal Rückwärtssalto, so muss das. Dieser Samen ist einfach sportlich des Jahrtausends. So, sind wir noch zu zweit? Jo, den will ich noch machen in einen Auftrag. Und das machen wir jetzt, hier will ich schnell durchlaufen, let's go. Springen wir hier durch die Gänge. Kommt hier so ein Myrapla, der Junge. Dem haben wir einen Schammerl in die Fresse. Oh fuck, mein Schammerl ist leer. Und ich bin schon irgendwie spammerei von meinen Mates, lol. Boah, Slimer, das wäre sehr cool. Einfach nichts. Was so? Bitte? Nice. Nice. Sondern es war ein bisschen eklig, weil er einfach defensiv so stark ist, aber so geht's ja. So, jetzt müssen wir irgendwann dieses Item finden. Und da ist tatsächlich das Galopper. Sollen wir den Top-Encounter noch mitnehmen oder nicht? Okay, ich baue mir erstmal kurz einen Top-X hier rein. Okay, und ich glaube, wenn der uns jetzt schon näher kommt, dann müssen wir ihn mitnehmen. Folglich, Sneebeere futtern. Ne, Onyx ist hier, okay. Okay, kann ich ihn von hier aus jetzt schon angreifen? Onyx ist aber nur normales Onyx, oder wie? Okay, ja, ich kann ihn von da aus angreifen. Och, nö. Mal sammeln, bitte. Also der ist jetzt nicht, ich dachte kurz, das wäre jetzt hier irgendwie so ein fetter Gegner wie hier zum Beispiel das Galopper, was wir, glaub, im vollsten Part hatten oder so. Was ist hier für Pokémon? LOL! So, da sehe ich schon das Item für
Von Meta. Oh, war das der Groll gerade von dem Nebulak, nehme ich jetzt. Nee, nehme ich jetzt keine Samenbomben mehr hab. Ey, willst du nochmal angreifen? Oh ne, wait, der kann ja nicht angreifen, weil er seine Speed weggespammt hat. Wie ein fucking Quapsel. Müssen wir nicht so schnell wieder Gegner auftauchen, ich werde einfach nur schnell dieses Item. So, Item. Auf der abgeschlossen, fertig. Usti, irgendwas, fertig. Ja, ich bin dann jetzt verlassen. Unbedingt sind auch zwei Items, aber egal. Ich will einfach fertig. Sinebeere? Okay. Sinebeere, nochmal. Intensivticket? Auch geil. Intensivticket nochmal. Nochmal Sinebeere. Okay, anscheinend haben wir so die absoluten Song-Truhen bekommen. Also ist ein cooler Items, aber hätte besser sein können. Das Kleinchen sieht auf dem Ingame-Bild sehr weird aus. Also unten das Bild sah ich absolut nichts zu, aber sieht ein bisschen aus, hätte ein Schnurrbart. Auf dem Bild, wo er neben Shiros steht. Und das wird ein bisschen schmollen. Manliut. Das Trendgeschenk, das gute, Alter. Und Ködersamen. Also vor allem. Ich weiß nicht mehr, wie viel man für die Tickets eigentlich bekommen kann. Danke für deine Hilfe, ich bin deine Belohnung fertig. Knurluft-Orb und Stärkebrause. So. Nur Knurluft-Orb ist immer unfassbar geil. Kann absolut nichts gegen sagen. Jo. Aber machen wir erstmal Pause. Also erstmal Partende. Hören wir endlich mal wieder da auf, wo man also immer aufgehört wird. Und zwar im Haus hier. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Falls nein, lasst ein Dislike da. Keine Ahnung. Und ja, freue ich auf die nächste Folge von PMD Retterteam DX. Bis zum nächsten Mal und ciao. Auch wenn die Folge jetzt ein bisschen länger war. Egal.